Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir spielen heute ganz schön gechillt Spezialfracht und dann machen wir wieder einen Autoklau in der Hoffnung, dass uns keiner auf den Sack geht. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Das wird sehr, sehr, sehr sexy heute. Ja. Mal meinen Controller an. Shit. Das geht mir langsam auf die Nerven mit Maus und Tastatur. Wenn ich dann Auto fahre und dann kannst du das Auto nicht in der Luft so gut steuern, dann musst du ein Numpad und da habe ich keine Lust drauf. Mann, warum ist das eigentlich so kalt in der Bude, ey? Bei mir ist es schön warm. Du bist ja auch krank, deswegen hast du die Heizung hochgedreht. Natürlich. Mega, mega, mega. Er will dich zusammenschlagen. Alter! Ja, hier, komm, mach dich ab. Voll in die Brust geschossen, ey. Wo ist denn die Absturzstelle? Ich gucke mal. Ja, da wo sie immer ist. In Höhe. Ja, wie soll ich das sagen? Kurz vor dem Knast. Da auf der linken Seite. Also ganz, ganz lange auf der Autobahn, wie wir eben gerade auch gefahren sind und dann irgendwo links. Ja. Ach, weißt du, was halt richtig kacke ist, was ich jetzt gemerkt habe bei meinem Tattoo? Ich muss mir auf jeden Fall immer, wenn ich will, dass das gut aussieht, verdammt nochmal die Arme rasieren. Weil ich habe eine, wie heißt das, ein Defizit, ja? Meine Haare, die auf dem Kopf wachsen, fallen auf die Schultern runter und leben da weiter. Alter. Ja. Kennst du das nicht von Mario Barth, wo er sagt, nein. Kennst du das eine Haar, das dir auf der Schulter sitzt? Das ist das Chefhaar, ja? Das Chefhaar sucht nämlich nach einem neuen Platz für seine ganzen anderen Haarkollegen, ja? Oder war das anders? Ging das nicht? Das Chefhaar schickt irgendwelche Haare los, damit sie einen neuen Platz suchen, fallen dann vom Kopf und irgendwie sowas. Und die sich verirren, die landen dann unten auf den Zehen und wachsen da weiter. Das ist so geil. Erde? Na nicht schießen. Wo ist denn da noch einer? Da ist nur einer. Da sind zwei. Nimm den rechts an der Turbine. 3, 2, 1, jetzt. Oh, da sind ja noch mehr Bullen. Komm. Der Polizist hat mich, die Polizistin hat mich Motherfucker genannt. Nimm dir den anderen Polizeiwagen. Ja. Wir sind die krassesten Diebe. Das ist echt übel.
Oh nein, da kommt ein Polizeiwagen. Wo? Direkt vor dir. Ja, ich habe keine Polizei mehr hinter mir. Echt jetzt? Ja. Nicht dein Ernst, und ich werde immer noch verfolgt. Obwohl ich genauso lange wie du geflohen bin. Tja. Wie scheiße ist das denn? Ich hoffe, ich werde nicht auch noch krank, ey. Kann mir das nicht leisten. Über die Leitung werde ich dich wohl nicht anstecken. Nee, ich habe seit Tagen das Gefühl, dass ich so leicht unterkühle, weißt du? Ja, so hat es bei mir auch angefangen. Ja. Und das ist ja das Problem. Ich arbeite ja in einer riesengroßen Halle, die ja arschkalt ist, die ja nicht gekühlt wird. Und die nicht gekühlt wird? Die nicht die nicht gewärmt wird, Mann. Scheiße. Und dann kommst du halt von dieser riesenkalten Halle in das Bürogebäude rein. Und das, also in dieses Büro, nicht Gebäude, sondern so dem Büroabteil. Abteil, genau. Hundertprozentig. Du hast es auf den Punkt gebracht. Und da ist es halt arschwarm drinne, ne? Und dieses warm-kalt ist halt nicht geil. Ja, und das tut halt dem Körper nicht so gut. Das stimmt. Alle raus aus dem Lagerhaus, aber sofort, zack, zack. Nein, ich hole mir keinen runter. Meine Hand hat gejuckt. Was? Ja, im Video, also ich habe jetzt gerade nach rechts geguckt in die Aufnahme und habe meine Hand an meinem Oberschenkel gerieben, weil es juckt. Und es sah komisch aus. Aha. Und damit die Leute nichts Falsches denken, habe ich es gleich erwähnt. Aber ich glaube, damit habe ich es noch mehr angefeuert. Yep. Ups, ich habe jemanden getötet. Entschuldigung, ich bin Polizist. Ich hab Polizei. Ich finde das Lied halt richtig genial, ne? Ja. Und als, ich wusste gar nicht, von wem das ist. Ich hab das Lied mega gefeiert und irgendwann habe ich erfahren, das ist halt Jan Böhmermann, ne? Ja. Ich so, Alter, what? Ich hab die ganze Zeit gedacht, das wäre hier so irgendwie so Haftbefehl oder irgendwie weiß ich nicht, wie die ganzen Connects da heißen. Ne? Dachte ich echt wirklich. Und dann so, Jan Böhmermann, okay, so Respekt, Alter. Richtig nice einfach nur. Hätte ich echt nicht gedacht. Eintreten mit nahen Freunden und Crew. Sitzt da wie so ein cooler Typ. Cooler Dude. Gibt da sein frisches Passwort da ein. Fahrzeug beschaffen, bestätigen. Und ab geht's. Pelzer, Kennzeichen unbekannt. Standardklasse. Ich sehe kein Bild. Ich auch nicht. Auch nicht? Okay. Ne. Ah, ich verstehe. Ich glaube, wir müssen wieder mit dem Helikopter der Polizei fliegen. Will? Glaube. Weißt du noch, dieser eine Helikopter, mit dem wir rumgeflogen sind? Ja. Und dann müssen wir den wahrscheinlich, dann müssen wir rausfinden, welcher das ist. Hey. Ja, Polizeihubschrauber. Ja. Look at that!
Da steht er diesmal Platz um die Ecke. Mhm. Ich konnte wegen dir nicht aussteigen. Sehr gut. Wollte die gerade auch erschießen. Komm rein. Markierst du mir das erste Fahrzeug? Mhm. Direkt hinter uns. Bewegt sich. Okay, ich sehe ihn. Oh, mein Controller ist ausgegangen. Sehr geil. Müsste jetzt direkt vor uns rechts sein. Ja, ja. Falsche. So, der nächste ist der da. Oh nein, oh Alter. Was für ein Glück. Er macht schon scheiß komische Geräusche, ey. Der steht, ne? Hm. Gut, dann müsst ihr jetzt direkt vor uns sein. Ja, ja. Ja, ist er. Lass mich raus. Warte. Das ist auch eine geile Karre, ne? Mhm. War gerade sau vorsichtig. Ja, das wäre unser erster Null. Ja. War vorsichtig, da ist ein Auto vor dir. Da sind zwei Autos sogar. Achtung, Autos um die Kurve. Oh, das wäre jetzt so mega ärgerlich auf den letzten Metern, ne? Oh ja. Pass auf, ganz viele Autos. Die Straße wird enger. Jetzt bin ich mal gespannt, was da gleich Pass steht. Auf. Ah, da ist nichts. Gut. Ja, mega nice, Alter. Mega nice mit 0 Euro Schaden, Alter. Das Sehr gut. Ist ein Auto, woran wir richtig Fettgewinn machen. Und was schreibt der Assistent? Er hat noch keine Nachricht geschrieben, irgendwie. Er hat mich angerufen, besser gesagt. Wo steht der Wagen denn? Warte, ich suche gerade den Wagen. Bitte der Pfälzer. Hä?
Keine Ahnung. Du meinst, ich schaffe ein Looping zu machen? Ja. Da ist er. Da ist er. Ah ja, warum kann der Helikopter kein Looping? Er kann kein Looping. Wie er versucht, da einzusteigen, ey. Markier mal das Bürogebäude. Oh, nee, brauchst du gar nicht, ich seh's ja. Bist du dir sicher, dass du das Richtige markiert hast? Ich habe überhaupt nichts markiert. Ach so. Es hat sich so angehört. Jäsche Krankheit. Es hat sich so angehört, als hättest du geklickt. Und dann habe ich den Punkt gesehen. Nö, er hat auch diesmal nichts gesagt. Keine Nachricht, nix. Gar nichts. Sehr komisch. Wahrscheinlich wollte er nicht zugeben, dass du gut bist. Ja, wahrscheinlich. Alter, das nenne ich mal geil geparkt, ey. Ich denke, eine Fracht schaffen wir noch. Machen wir jetzt noch eine Fracht. Und dann gucken wir mal weiter, was wir machen. Mhm. Na, das war falsch. Wir wollten Fracht. Lagerhauskarte. Oh, zwei Kisten Schmuck. Das kennen wir doch irgendwo her. Mhm. Alter, hä? What the fuck? Was denn? Seit wann stehen hier die Tennisschuhen-Fernseher? Und so viel Marlboro, also Zigaretten und was weiß ich was, Alkoholzeugs und iFruit-Tablet, also Dingens, Handys und sowas. No-Go-Wodka. Immer wenn du was klaust, dann steht da was. Aha. Auch in der Firmenzentrale wusste ich gar nicht, dass da was steht. Ist mir unbekannt gewesen. Schlechte Nachrichten. Irgendwer hat mich dicht gehalten. Ah, Polizeitransport. Ist das weit weg von Startpunkt? Nee, ne? Nö. Weil ich fahre jetzt gerade erst los. Dankeschön. Ich hatte eben gerade das Gefühl, ich hätte mir an den Oberarm gerotzt. Ja, hätte ja sein können, ey. Lieber mal nachgucken. Nachher steht in den Folgen oder in den Kommentaren unter der Folge, Heimcore TV hatte die ganze Zeit einen Popel an seinem Arm hängen und hat's nicht gemerkt. So wie Peter mit seiner Rotzfahne an seinem Mund, ey. Uschi! Hat's aber am Mund. Das ist so geil.
Oh, fuck. Ups, aua. Scheiße. Ups. War das jetzt nur eine Kiste Schmuck? Nee, glaub nicht. So, mich verfolgt keiner mehr. Sehr gut. Mittlerweile sind wir auch fast alleine auf dem Server, aber auch nur fast. Shadow Wolf 2126 ist auch noch hier drauf. Falls du zuschaust, ich grüße dich. Ich glaube nicht. Das wäre ein riesengroßer Zufall. Yep. Bei anderen YouTubern kann ich es verstehen, dass da Leute mitspielen wollen, aber bei uns wäre es, glaube ich, nicht der Fall. Also, wir werden jetzt nicht so, die Leute werden nicht so geil drauf, unbedingt mit uns spielen zu wollen. Glaube ich auch nicht. So. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, die Folge ist auch heute wieder rum und ich wünsche euch viel Spaß und wir lassen das Ganze mit einem riesengroßen Knall enden, würde ich sagen. Bis dahin, tschüss.